Sorry Leute, dass ich gerade ausgeschaltet habe. Aus Versehen war das. Ich bin auf den Aufnahme beenden Knopf gekommen. Es ist ja jetzt auch im Moment schon ein bisschen später. Jetzt ist es genau 10 vor 9. Das heißt, es ist eine Spätaufnahme. Das Boombeach Video kommt jetzt auch gerade raus. Gleich. Das ich gemacht habe. Ihr seht, der Drache wird richtig klein gefetzt. Ich habe jetzt auch schon auf doppelte Aufnahme gedrückt. So, und das war der Angriff im Prinzip schon. Eigentlich war er gut gemacht, denke ich jetzt mal so. Aber es kann auch nicht alles perfekt sein. Außerdem ist es ja eigentlich nur ein Spiel, ne? Also, man soll es nicht zu hart nehmen, wenn man mal nur, sagen wir, einen Stern oder gar keinen Stern holt. Das ist nicht die Welt. Ja. Also, hier seht ihr nochmal. 33.000 und 40.000 braucht man. Ich werde wahrscheinlich GoWipe nächstes Mal benutzen. Mit dem Angreifen. Im GoWipe bin ich halt noch nicht so gut. Da habe ich nicht wirklich viel geübt. Ja, Leute. Also, ich glaube, das war's dann für heute mal. Aber ich kann euch hier einfach mal nochmal ein paar andere Spieler zeigen. Zum Beispiel den Elio. Der, also sein höchster Wert von den Pokalen war 3013. Und wir können ja mal seine Truppen durchgehen. Er hat den Level 10 Barbarenkönig und den Level 5 Queen. Er hat Level 6 Barbaren und Level 5 Bogenschützen. Er hat Level 5 Riesen, Level 4 Kobolde, Level 4 Mauerbrecher, Level 5 Ballons, er hat Level 5 Magier, er hat Level 3 Heiler, er hat Level 3 Drachen, er hat Level 1 Päcker, wie ich auch, er hat Level 5 Lakaien und auch Minions, er hat Level 3 Schweinereiter, er hat Level 1 Valkyren, er hat Level 1 Golems, er hat Level 1 Hexen, er hat Level 2 Giftzauber. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob er auch die anderen Zauber da hat. Aber, also von der dunklen Zauberspruchfabrik, weil ich finde es ein bisschen verwirrend, dass da schon alle drei abgebildet sind, weil das sind ist bei allen abgebildet, wenn man die dunkle Zauberspruchfabrik hat. Dann werden die da einfach angezeigt. Obwohl man noch nicht alle hat. Das finde ich immer ein bisschen verwirrend. Ja, und wir haben echt Krautphornix hier. Ne? Der gute Hund. Ne? Also, nicht Hund, sondern halt, er ist wirklich richtig gut. Er führt im Moment mit den Clankriegssternen aus dem ganzen Clan. Ich weiß nicht, ob er sogar die meisten hat. Insgesamt in Deutschland. Oder so. Ich weiß es echt nicht ganz genau, aber er hat echt extrem viele, 494, wirklich richtig gut gemacht. Der war echt viel mehr in Kleinkriegen dabei als ich. Ich habe nämlich nur, ich habe, nicht bin nicht ich, sondern, jetzt sage ich mal mich. Ich habe hier 457, er hat 494 oder 95, sorry, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, und ich würde mal sagen, mit diesen schönen Zahlen beenden wir mal das Video und ich werde später definitiv nochmal angreifen, aber das werde ich nicht mehr in dieser Aufnahme machen. Dann tschüss und haut rein!